Hallo Leute, ob ihr säuft oder ob ihr zockt, euer Sachsbugs ist wieder da. Ja Leute, hier ist euer Sachsbugs und ja, wir spielen weiter mit Fallout 4. Und ja, hä, was ist das? Werkbank läuft. Kann man die verbinden? Lol, das kann, die Waffen kann man das verbessern sogar. Leicht Schuss, also ist leichter. Schwerschuss, schwieriger, aber. Schwieriger macht mehr Schaden dafür. Leichter ist leichter und wertvoller. Ist schwieriger und ja. Präziser. Mehr Schaden, wertvoller. Feuer. Aha. Automatik. Feuerrad. Mein Gott, wenn ich sehe denn da drüber. Mein Gott. Feuer. Oh, das wäre nice, aber haben sie. Also, ich hätte lieber. Ich weiß nicht, mehr Schaden gehen oder. Aber wenn man leichter ist, leichter Suppe. Kann man nicht schwieriger, mehr Schaden ist auch gut. Ja. 7. Yay! Da. Okay. Das wird nice damit, aber das ist nicht so gut. Mhm. Was haben wir noch da? Okay. Präzision. Und 5. Und ist schwieriger. Aber mir fehlt. Also, wie ich sehe, ich muss alles sammeln, weil das kann ich immer upgraden. Upgraden. Präziser. Machen auf das. Was ist das? Hier unten? Okay. Ah, Magazin. Schneller. Nicht schneller. Größer Magazin. Tab. Okay, das. Mit. Noch mehr präziser. Okay, und mehr wertvoller. Oh. Ach so, das zeigen wir uns. Keine. Okay. Ach so, läuft bei mir. Schalte einfach. Weniger Reichweite. Okay. Verlassen wir. Aber schon nice, muss ich sagen. Herstellen. Was ist das? Transport. Nein. Okay. Kann mir hier unsere Rüstung machen. Was ist das? Oh, lol. Was, unser Haus bauen oder was? Euer Ernst? Herstellen. Was ist das? Ah, okay. Okay. Nee. Wie kann ich zurück? Lol. Suchen, nee. Ich will nicht suchen.
Ah, so, okay, jetzt. Ein Haus will ich mir bauen. Genau. Boden, Wände, Dach. Ich kann mir ja selber alles bauen, wie ich will. Das finde ich nice. Dafür brauche ich Stahl. Beton. Also jetzt sind alle Werk alles nötig, was ich sammle, weil kann man ein Haus bauen. Natürlich sind die das schon bauen? Sie kann nicht bauen. Ich weiß nicht, wieso kann ich nicht bauen. Dach, Wände. Ah, da Wände braucht übertrieben vieles für Wände. Mann, wieso kann ich nicht bauen? Okay, lassen wir das. Finde ich schon nicht echt nice. Nee, alles. Hier, nein, nix. Gehen weiter. Vielleicht finden wir noch was. Alter. War das? Ach, Stuhl, da kann ich sitzen, okay. Auch hier ist... Okay, nehmen wir. Nee. Kaffeekanne. Klo hat hier, was hier haben wir, was hier. Nee, schade. Was ist das? Sachen, okay. Wir sind ganze Zeit in der Stadt. Also hier kann man so gut wie nichts sehen. Alles ist zertrümmert. Und was haben wir hier? Das ist was Tolles. Zigarre, Zigarren. Okay. Löscher, okay, den nehmen wir, Notfall. Oh, Werkzeug. Nehme ich alles. Okay. Ich hab gedacht. Seife. Brauchen wir nicht, glaube ich. Noch nicht. Wir suchen alles. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob Tia wird irgendwann nachhakt. Kakerlaken. Sir, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Was ist jetzt? Komm schon, Cotsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. Concord? Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg?
über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Okay. Zu den Kaukühlen Guanchen oder Kankung. LOL, der kann ich nicht spielen, weil der der aktiv ist. Ja, vorbereitet unsere Waffe. LOL! Sieht geil anders aus. Ja, LOL. Läuft bei uns. Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Eingetürm. Geht's dir gut? Du bist ein Sturm. Was ist los? Willst du mitkommen, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh, ich habe einen Hund, Befehl. Hey. Rede. Wie geht's dir, Kumpel? Trinks. Wegschicken. Hol. Egal. Was soll's, Junge? Das ist... Handel. Ja, mit das ist das allerbeste von den Spielen, finde ich. Mit Hund kann man handeln. Okay, vielleicht kann es mir Sachen geben, aber aber wenn du denkst so, handeln mit Hund, ja, das gar nichts. Okay, hey, Befehl. Warte da, hier drüben. Los. Position halten. Komm her. Echt okay. Da haben wir schon auch die sowas. Ah, das ist wegen die... Was? Energie. Aber wahrscheinlich muss ich erstmal Energie bauen. Dann kann man. Aber für Energie zu bauen... brauche ich ein bisschen mehr Staub, sagen Schalter oder benötigt Sturm. Was ist das? Alter, sind sie widerlich! Alter! Ist noch beschissener als Dreier, ohne Scheiß! Alter, ich muss mir Haus bauen, ohne Scheiß. Ah, das muss er erstmal bauen. Hä? Also da sind wir kurz back. Ich würde sagen, erstmal bauen wir das. Yay! Haus?
Fleisch. Jede Herstellung, was ich mache, kann ich Punkte bekommen. Das ist schon nice gemacht. Mann, Scheiß. Kochen. Was haben wir noch da? Bis. Oh, muss ich trinken? Nix. Okay. Suppe. Auch nix. Okay. Fertig. Nimm mir alles ein. So. Ah, das ist für Waffen. Hä? Ich hab eine neue Waffe. Läuft bei mir. Sogar mein Piss ist besser als die. Mal sehen. Standard. Leichte. Mehr weniger Schaden. Ja, toll. Sturmlauf. Okay. Größere Reichweite. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich also. Ja, verlassen. Toaster. Ein Schlüssel. Nehmen wir. Korken. Oh Gott. Okay. Nix. Oh, was ist das denn? Arme Kuh. Aber vielleicht gehört mir. Lol. So Korken haben die. Yay. Ab oder was? Ich denke schon. Hier. Ah, kann ich mich ausbauen. Charmant, Ausdauer, Stärke. Machen wir charmant. Alt, nächster Rang. Raiders. Also. Alter, die gehen schneller kaputt, als ich habe erwartet.
LOL! Nimm ich alles. Erstmal. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Okay. Schnell machen, das ist die Waffe. Ja. Das ist meine Waffe. Kleidung. Ein Schuss, zwei, drei. Komm, drei Schuss. Aber Energie und ist okay. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Zu schwer. Muss man absolut gehen. Au, au, au! Was zur Geier? Alter, oben. Lol, ich rücke mich schon mal ab. Ja, fliegt runter. Höher. Ja, Kopf habe ich abgeschossen. Raider oder nicht?
Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Money Train? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Nein, das ist also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Verdammt. Wer seid diese Leute? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Okay. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein, das ist es nicht. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Nein. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen? Sag mir mehr. Sag es mir. Tau hoffentlich was. Was ist sau super? Das ist super. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Ich weiß nicht. Ich bin raus. Ich helfe. Löschen. Lösung? Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, wir kommen wo man eine nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Also, Zusammenfassung vielleicht? Nein, ja. Okay. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Okay. Wo ist diese Ding? Ah, unten, okay. Besser sehen. Ja. Okay. Hm.
Juhu. Wo ist nochmal? Noch unten. Ja. Okay. Ein Messer. Hier. Nach oben. Haben wir das schon erledigt? Ja. Jetzt müssen wir nach oben den Weg finden. Wo war das nochmal? Hier, oder? Nein, Sackgasse. Ne, hier. Ja, toll. Lol. Das will nicht explodieren. Hab ich gedacht, kann ich da explodieren lassen? Was ist das? Essen? Ich glaube hoffentlich ja. Aber das alles ist viel anders aus als ein Dreierteil. Dreierteil habe ich das Spiel durchgespielt. Hey. Also, Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Sturges. Der Fusionskern wird's bringen, glaub mir. Versorg die Powerrüstung mit Strom, dann kannst du die Minigun tragen. Muss ich hin? Ah, auf andere Seite. Ja, toll. Das aber hat mir nicht viel gebracht. Muss wirklich rüberspringen. Ich kann keine Treppe nach oben. Toll. Müssen wir nochmal durch das ganze Gebäude rüberlaufen. Oh. Vorsicht, Kind. Die Minutemen sollten uns doch, beschützen. Jetzt. Lol. Das ist versprochen. Versprochen. So, dann gehen wir. Okay. Oha! Sieht viel anders aus. Die Minutemen sollten uns beschützen. Garvey hat es versprochen. Versprochen! Sturges. Was? Schau mich nicht an, Neuer. Ich repariere nur Sachen. Oh. Okay. So, hä? War doch dort. Wir können doch nicht drin bleiben.
nicht runter! Einen Daumen, yay! Jawohl! Gibt's noch was oder muss ich zurückschauen? Gehen wir hier runter, weil ich will nicht runter springen. Gibt's noch was oder? Dir gefällt oder nicht? Wir alle zählen auf dich. Du kleiner Arsch, mein Hund ist erledigt. Alter, musst du mich verarschen. Scheiße, 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 scheiße! Nein! Alter, was war das denn? Meine Fresse! Ob es dir gefällt oder nicht, wir alle zählen auf dich. Thank you.
Oh fucking yes. Good fucking monster. Moin, brauche ich. Waffen drum nicht, aber. Auto? Alter. Die Action war schon nice, muss ich sagen. Okay, hab ich noch. Aha, toll. Nein, oh lol. Okay. Und jetzt soll ich hier reingehen. Die hatte Glück, dass nichts ihm passiert ist. Nach dieser so scharten Kampf. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Press. Mach keinen Aufstand. Hallo. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Alles okay? Ich bin auf meiner Seite. Wir sind keine Freunde. Beruhig auf Gerechtigkeit. Brauchst du einen Moment? Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sicherer ist. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Was jetzt? Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Was tut... Vielleicht? Nein, ja. Haben wir so nichts zu tun. Okay, Gavi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Schicksal? Hilf mir bitte. Du lügst. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist Sean? Ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Okay. Ja. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist.
Bring dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, Jude, wir müssen gehen. Okay. Okay. Hey. Wir müssen weiter. Also Leute, wir sagen, das war's. War eine ziemlich lange Folge und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.